Nächster Redner ist der Vorsitzende der Fraktion Die Freien Demokraten, der Kollege René Rock. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Es gibt ja so ein Naturgesetz in solchen Situationen, wenn die Regierung unter Druck ist. Je länger die Regierungsfraktionen klatschen, umso größer die Not. Das ist ja allgemein bekannt hier. Wenn ich eines heute sagen möchte, Herr Minister Boddenberg, wenn Sie hier der Opposition vorwerfen, sie hätte das Maß verloren, dann muss ich sagen, Sie haben mich heute mit Ihrer Rede hier wirklich überrascht. Ich hätte hier keinen schreienden Finanzminister erwartet. Ich hätte einen kleinlauten Finanzminister erwartet, der sich der Verantwortung stellt, sehr geehrte Damen und Herren. Aber kommen wir einmal zur Landesregierung an dieser Stelle, weil es ist ja eine Gesamtverantwortung. Und die Gesamtverantwortung dieser Landesregierung drückt sich ja in ihrem Slogan aus, dieser Slogan, der uns ja die gesamte Corona-Krise schon begleitet, Hessen bleibt besonnen. Das ist Ihr Slogan, sehr geehrte Damen und Herren von der Landesregierung. Hessen bleibt besonnen. Wenn ich mir die Finanzpolitik Hessens angucke, dann kann ich nur sagen, Hessens Politik ist maßlos, beratungsresistent und auch noch verfassungswidrig, sehr geehrte Damen und Herren. Und der Staatsgerichtshof des Landes Hessens mit seinem Präsidenten, Herr Professor Posseck, hat ein historisches Urteil gesprochen mit nationaler Bedeutung. Und dieses historische Urteil ist für uns hier in Hessen noch einmal von besonderer Bedeutung. Denn die Schuldenbremse in unserem Land ist 2020 in Kraft getreten. Genau in diesem Jahr ist die Schuldenbremse von dieser Landesregierung und der sie tragenden Mehrheit von CDU und GRÜNEN wieder außer Kraft gesetzt worden für 3 Jahre. Und diesem politischen Umstand hat der Staatsgerichtshof Abhilfe geschaffen. Und das ist ein guter Tag für unser Land, sehr geehrte Damen und Herren. Und er hat nicht nur die Schuldenbremse wieder in Kraft gesetzt, sondern er hat auch 70% der Wählerinnen und Wähler, die in einer Volksabstimmung dieser Schuldenbremse zugestimmt haben, diesen 70% der Wählerinnen und Wähler hat er wieder eine Stimme verliehen. Und das ist gut für unsere Demokratie, sehr geehrte Damen und Herren. Und weiterhin hat er auch noch, und das ist uns besonders wichtig, das Verhältnis zwischen Regierung und Parlament mal wieder vom Kopf auf die Füße gestellt und die Borniertheit und Arroganz dieser Landesregierung in seine Schranken verwiesen, sehr geehrte Damen und Herren. Und uns Freien Demokraten, und das war ja bei der Union auch mal so, ist die Schuldenbremse ein wichtiges politisches Instrument. Darum erlauben Sie mir, dass ich gerade diesem Thema auch mal einige Minuten in meiner Rede widme. Die Schuldenbremse ist nämlich kein Schuldenverbot. Die Menschen, die oftmals polemisieren gegen die Schuldenbremse, die versuchen, das gleichzusetzen. Nein, in der Schuldenbremse kann man sehr wohl in Notlagen reagieren, in Naturkatastrophen, in wirtschaftlich kritischen Situationen, oder es gibt auch einen Puffer, in dem man sehr wohl auch mal Schulden machen kann. Was die Schuldenbremse will, ist, dass das maßlose Schuldenmachen, das maßlose, bedingungslose Schuldenmachen, das uns in die Staatsschuldenkrise getrieben hat, dass das gebremst wird, sehr geehrte Damen und Herren. Und das ist ein wichtiges politisches Anliegen, dem wir verpflichtet sind. Und warum ist das Urteil des Staatsgerichtshofs so interessant für uns? Weil eines der Argumente von Schwarz-Grün war ja, die Schuldenbremse würde in der Krise nicht funktionieren. Das war eines der Argumente, warum Sie auf diesen fatalen Weg der verfassungswidrigen Haushaltspolitik gegangen sind. Das haben Sie hier erklärt. Mit voller Brust haben hier die Fraktionsvorsitzenden erklärt, die Schuldenbremse wäre kein adäquates Instrument in der Krise. Und wir haben Ihnen immer widersprochen. Und jetzt hat Ihnen der Staatsgerichtshof ganz klar gesagt, dass die Schuldenbremse und die Alternativen, die auf dem Tisch gelegen haben, jederzeit in der Lage gewesen wären, ohne Verfassungsbruch diese Krise zu bewältigen. Und auch das ist eine wichtige Botschaft, die wir aus diesem Urteil mitnehmen, sehr geehrte Damen und Herren. Und
Warum ist uns denn die Schuldenbremse so wichtig? Sie ist einmal wichtig wegen der Generationengerechtigkeit. Es ist wichtig wegen der Generationengerechtigkeit, dass wir den jungen Menschen, unseren Kindern und deren Kindern, also unseren Enkeln, keinen Schuldenberg hinterlassen, dass sie von einem Schuldenberg nicht beerdigt werden und ihre politischen und Lebenswege, ihre Ambitionen nicht unter Schulden beerdigt werden. Darum ist die Schuldenbremse aus Gründen der Generationengerechtigkeit ein ganz wichtiger politischer Baustein. Aber auch die Nachhaltigkeit der Politik ist auch abhängig von einer Schuldenbremse, wenn man nämlich genau überlegen muss, wofür gebe ich meine finanziellen Mittel als Staat aus? Wo setze ich die politischen Prioritäten? Dass ich eine nachhaltige Politik betreibe, auch dafür ist die Schuldenbremse wichtig und ein Garant. Und wir wissen es doch alle, politische Stabilität, wirtschaftliche Stabilität. Wir haben es in der Staatsschuldenkrise an deren Höhepunkt erlebt. Die Fliehkräfte, der Populismus, die Gefahr für den Zusammenhalt Europas, die Gefahr für die Wohlfahrt der Menschen in unserem Land. Schulden sind gefährlich, sowohl für die Wirtschaft als auch für den demokratischen Zusammenhalt einer Gesellschaft. Und darum ist auch der Frage der Stabilität, die Schuldenbremse, so wichtig für unser Land, sehr geehrte Damen und Herren. Und ich will es an dieser Stelle auch noch einmal hinterlegen. Darum war uns das nicht nur hier in Hessen so wichtig, die Frage der Einhaltung der Schuldenbremse, sondern es war uns auch und es ist uns auch in Berlin jetzt wichtig. Und Sie können sicher sein, dass das Urteil dieser Schuldenbremse sehr wohl in Berlin Beachtung findet. Und darum, sehr geehrte Damen und Herren, ist es wichtig, wir sehen das hier am Beispiel Boddenberg. Man kann eine Schuldenbremse in der Verfassung haben, aber wenn der falsche Minister am Ruder ist, dann ignoriert er die einfach. Und darum ist es wichtig, dass der richtige Minister, Finanzminister in Berlin wird, und das ist Christian Lindner. Das will ich hier an dieser Stelle auch noch einmal hinterlegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, so ist es. Und wir werden einmal sehen, was dabei rauskommt, wie das eingeschätzt wird. Da sehen wir ja mal, wie das eingeschätzt wird. Und, lieber Herr Ministerpräsident, Sie melden sich ja jetzt zu Wort. Wir sprechen ja hier von dem wichtigen Thema Schuldenbremse. Der Frage, wie eine Regierung, wie das Parlament mit Staatsschulden umgeht. Und da habe ich mir mal die Freiheit genommen, Herr Ministerpräsident, und habe mal Ihre Regierungserklärung vom 6.2.2019 angeschaut, Herr Ministerpräsident. Und ich werde daraus vielleicht mal zwei Sätze zitieren, Herr Ministerpräsident. Das ist Ihre Haltung, die Sie hier im Hessischen Landtag vorgetragen haben. Da haben Sie gesagt, nur ein Staat, der die Nachhaltigkeit seiner Haushaltspolitik im Blick behält, sichert die Handlungsspielräume von morgen. Wir halten an diesem Weg bewusst fest. Volker Bouffier. Das war noch die CDU in 2019. Das war die Politik der CDU-Landtagsfraktion in 2019. Und warum ist die Politik eigentlich gekippt worden? Was ist eigentlich passiert, dass Sie völlig von diesem gemeinsamen Weg, den wir ja als Sie als CDU und wir als FDP gemeinsam betrieben haben, für die wir hier gemeinsam standen. Jetzt stehen nur noch wir für diese Politik. Sie haben sich anders entschieden. Aber warum? Warum ist das so gekommen? Und warum sind Sie als Ministerpräsident, Ihre Regierung und die CDU-Fraktion komplett umgefallen? Warum haben Sie Ihre Politik komplett geändert? Also dieses Festhalten an einer Schuldenbremse, an einem ausgeglichenen Haushalt, das war doch Ihre politische Doktrin, die Sie uns hier Tag und Nacht vorgebetet haben. Warum sind Sie komplett umgefallen, haben all das konterkariert, was Sie hier jahrelang über Legislaturperioden hinweg immer wieder gepredigt haben, natürlich Sie auch als Ministerpräsident höchstpersönlich. Warum ist die CDU-Landtagsfraktion und diese Landesregierung in diese Schuldenorgie, anders kann man das nicht bezeichnen, eingestiegen, in der Schulden gemacht worden sind, man Schulden vorhatte zu machen, in einem Ausmaß, das ungeahnt war oder auch kein Beispiel in der hessischen Geschichte hat? Ich will es mal auf den Punkt bringen. In 75 Jahren Hessen haben wir einen Schuldenberg von rund 40 Milliarden Euro aufgehäuft. In 75 Jahren 40 Milliarden. Und Ihr Plan war jetzt, und das, was Sie auch hier durchgeführt haben,
dass Sie in 2 Jahren auf diese 40 Milliarden 5 Milliarden draufpacken und dass Sie am Ende bis 2023 12 Milliarden zusätzliche Schulden machen wollen und sich dafür die Ermächtigung hier im Landtag mit Ihrer knappen Mehrheit gesichert haben. Das heißt, 30% neue Schulden auf die 75 Jahre Schulden obendrauf innerhalb von 3 Jahren. Das ist unfassbar, was Sie hier getan haben. Maßlos und verantwortungslos in Politik, sehr geehrte Damen und Herren. Und das ist aus unserer Sicht auch die Überleitung. Wer trägt eigentlich die Verantwortung für diese Politik? Verfassungsbruch, Verunsicherung, unnötig hohe Schuldenberge. Wer trägt eigentlich die Verantwortung für diese Politik? Und ich erinnere Sie, 2020 im März, wir haben hier gemeinsam einen Haushalt beschlossen, einen Nachtragshaushalt. Wir haben 2 Milliarden € zur Verfügung gestellt. In dieser Landesregierung gab es nie eine Frage, ob wir dafür eine Zweidrittelmehrheit herstellen müssen, dass das Instrument ein Nachtragshaushalt sein muss. Da gab es in dieser Landesregierung unter den demokratischen Fraktionen keinerlei Frage, dass das der richtige Weg ist. Und wir standen Schulter an Schulter in dieser Krise, SPD, Grüne, CDU und FDP, und haben einen Nachtragshaushalt eingebracht, der hier auch meiner Erinnerung nach einstimmig beschlossen worden ist, um den Hessen Sicherheit zu geben in dieser Krise. Dieser Weg war klar und ist von uns klar mitgetragen worden. Warum sind Sie abgewichen von diesem Weg? Was war anders dann im Sommer? Was hat sich verändert im Sommer? Und ich bin ja dankbar, dass der Minister aus nicht öffentlichen Verhandlungsrunden hier plaudert. Dann kann man das mir ja auch nicht verwehren. Dann kann ich vielleicht auch ein bisschen Einblick geben in diese Zeit, Herr Minister Boddenberg. Sie haben das Ministerium übernommen und dann kamen Gespräche in einer erstmal konstruktiven Art und Weise, grundsätzliche Gespräche, wie wir gemeinsam weiterkommen werden. Ich fand es komisch, dass an diesen Gesprächen der Ministerpräsident nicht teilgenommen hat. Also es war Ihre Verantwortung. Sie haben diese Gespräche geführt und Sie haben uns dann auch am Ende einer längeren Diskussionsprozesses den Stuhl vor die Tür gesetzt. Irgendwann war der Punkt erreicht, wo Sie beschlossen hatten, wir machen das jetzt nur noch mit unserer einstimmigen Mehrheit und wir gehen mit dem Kopf durch die Wand. Und Ministerpräsident Bouffier hat noch einmal versucht zu vermitteln. Er hat noch einmal versucht zu vermitteln. Und in diesem letzten Gespräch haben wir darauf hingewiesen, dass der Ministerpräsident versucht hat zu vermitteln. Das wurde von Ihnen zur Seite gewischt. Das wurde zur Seite gewischt. Sie haben dann gesagt, Sie wollen Ihren Stiefel durchziehen. Sie übernehmen die Verantwortung für eine Politik, die einzigartig in der Krisenbewältigung in Deutschland ist, weil nirgendwo sonst, in keinem Landtag und im Deutschen Bundestag, ist man diesen brutalen Weg gegangen, dass man ganz allein mit Einstimmenmehrheit diese Politik ausnutzen will. Sehr geehrte Damen und Herren, das ist Ihre Verantwortung, Herr Boddenberg. Und lassen Sie mich mal an dieser Stelle auch mal überlegen, gibt es denn eigentlich mildernde Umstände, die man sagen könnte, der Finanzminister konnte nicht anders oder man kann das nachvollziehen oder es ist völlig überraschend gekommen, was jetzt passiert ist. Hatten Sie denn Alternativen auf dem Tisch? Hatten Sie zu dem Sondervermögen, zu dem Schattenhaushalt, hatten Sie dazu Alternativen auf dem Tisch? Ja, Sie hatten Alternativen auf dem Tisch. Sie hatten verfassungsgemäße, kluge, den Herausforderungen angemessene Alternativen aus dem Tisch und nicht nur als Verhandlungsergebnis, sondern auch als Vorlage eines Nachtragshaushalts hier im Hessischen Landtag hätten Sie jederzeit eine Alternative gehabt. Niemand hat Sie gezwungen, dieses Risiko eines Verfassungsbruchs einzugehen. Das haben Sie ganz alleine für sich entschieden, sehr geehrte Damen und Herren. Und gibt es vielleicht diesen Umstand, dass man sagen kann, es war Ihnen nicht bewusst, was Sie tun? Sind Sie nicht gewarnt worden? Hat man sich nicht versucht abzuhalten? Ich erinnere mich an die Debatten hier im Landtag. Sie können es nachlesen. Sie sind mehrfach gewarnt worden. Wir haben versucht, Sie abzubringen von dem Weg. Wir haben Sie gebeten, wir haben Sie gewarnt. Wir haben hier alles versucht, um Ihnen klarzumachen, dass Sie auf dem falschen Weg sind. Wie war Ihre Reaktion?
In Sondersitzung mit der Brechstange, ohne ausreichendes Beratungsverfahren, haben Sie hier ein Gesetz durchgepeitscht, vor dem Sie jeder gewarnt hat und vor dem jeder gesagt hat, Sie gehen ein hohes persönliches Risiko. Wenn das scheitert, ist es Ihr Scheitern. Sie haben diese Verantwortung übernommen, Sie haben sie hier hingestellt, Sie haben gesagt, Sie wissen, wie es geht, und Sie sind auch vom Staatsgerichtshof gescheitert. Es ist also Ihre Verantwortung, Herr Boddenberg, und die von niemand anderem. Und jetzt muss ich echt, als Sie hier jetzt geredet haben, Herr Boddenberg, muss ich ehrlich sagen, Sie haben die Größe des Scheiterns in keiner Weise verstanden. Sie haben die Auswirkungen des Scheiterns in keiner Weise verinnerlicht. Sie haben hier über Haushaltsstellen geredet. Sie haben über Haushaltsstellen, über Laptops geredet, während wir von Verfassungsbruch und Vertrauensverlust der Landesregierung gesprochen haben. Sie haben hier darüber gesprochen, wer wann welchen Euro gekriegt hat. Sie haben in keiner Weise verstanden, worum es hier geht. Und das ist eigentlich der größte Skandal des heutigen Tages. Ein Minister, der immer noch nicht verstanden hat, worum es hier in diesem Landtag geht. Und vielleicht kann Volker Bouffier, wenn er noch einmal hier ans Mikrofon tritt, mal aufklären, warum er sich aus dem Prozess so rausgehalten hat. Warum er bis zum Schluss eigentlich nichts damit zu tun haben wollte. Er hat sich dann irgendwann wahrscheinlich in den Konvoi eingereiht, aber ich hatte nie den Eindruck, dass es sein Herzensprojekt war. Volker Bouffier, und die Kollegin Faeser hat es hier gesagt, hat einen Amtseid abgelegt in diesem Hessischen Landtag, gegenüber diesem Landtag, gegenüber dem hessischen Volk. Hat Volker Bouffier hier geschworen, die Verfassung und das Gesetz im demokratischen Geist zu befolgen und zu verteidigen? Hat Volker Bouffier hier geschworen? Und ich bin mir sicher, so wie ich ihn kenne, nimmt er das auch ernst. Sie haben das hier geschworen. Und wir wissen aus Artikel 111, der Minister hat hier nicht gegenüber dem Hessischen Landtag geschworen. Der Minister, Herr Ministerpräsident, hat diesen Eid Ihnen gegenüber abgelegt. Im Beisein des Landtags. Sie sind in der Verantwortung, in der Gesamtverantwortung, Herr Bouffier. Sie gucken Sie mal den Artikel 111 an. Sie sind hier in der Verantwortung Ihrem Minister gegenüber. Er hat Ihnen gegenüber diesen Amtseid abgelegt, können Sie nachlesen. Und darum, Herr Bouffier, Sie können sich hier nicht zurücklehnen heute. Und können sagen, na ja, dann kriegt der Finanzminister ein bisschen Ärger. Wir gucken mal. Nein, es ist die Verantwortung dieser gesamten Landesregierung, und darum erwarte ich auch, dass Sie in so einer Situation klar Farbe bekennen. Wo stehen Sie eigentlich in diesem Fall? Wo stehen Sie? Stehen Sie bei denen, die die Verfassung verteidigen, oder die diesen Verfassungsbruch versuchen zu bagatellisieren und kleinzureden, Herr Ministerpräsident? Wo stehen Sie? Und Sie werden nicht einfach zur Tagesordnung übergehen können. Das wird Ihnen nicht gelingen. Das wird dieser Landtag auch nicht zulassen. Wir werden Sie stellen. Das ist etwas, was Sie nicht einfach hier wegnuscheln können. Und das will ich auch noch einmal deutlich machen, wir haben immer konstruktiv zur Verfügung gestanden. Wir haben als hessische FDP gemeinsam mit der SPD immer Alternativen vorgelegt. Wir haben immer deutlich gemacht, dass, wenn wir unseren Weg gegangen wären, hätten wir jederzeit den Menschen helfen können. Wir werden das jetzt auch weiter tun. Wir haben Ihnen klar und deutlich gesagt, stoppen Sie diese Haushaltsberatung. Sie sind uns ja gefolgt und haben es jetzt verschoben. Wir haben Ihnen die Hand gereicht. Nehmen Sie diese Hand und kehren Sie zurück zu diesem Weg, dass die demokratischen Fraktionen hier gemeinsam für die Menschen in unserem Land wieder Haushaltsentscheidungen treffen, die verfassungskonform sind, die klug sind und die zielgerichtet sind. In den Rahmenbedingungen, die der Staatsgerichtshof uns gestellt hat, würden wir, dazu sind wir bereit, mit Ihnen gemeinsam wieder in den Dialog treten, zum Wohle der Menschen in unserem Land. Hören Sie auf, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Hören Sie auf, diesen Kurs weiterzugehen. Erkennen Sie Ihre Fehler. Gestehen Sie die Fehler ein. Und kehren Sie zurück zu einer konstruktiven Politik in unserem Land, zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger. Die Freien Demokraten stehen dafür zur Verfügung, und Sie können sicher sein, dass wir da auch Verantwortung übernehmen werden, sehr geehrte Damen und Herren. Und aus unserer Sicht ist klar, nach einer solchen Schlappe, nach solchem Scheitern der Politik, muss man klar
die Fehler einräumen und benennen. Man muss klar Verantwortung übernehmen. Man muss in einer solchen Situation auch klar Wege aufzeigen, wie wir aus dieser Krise gemeinsam herauskommen. Und wenn man die Chance hat, das gemeinsam zu tun, wäre es unklug, wer würde das nicht tun. Wir, die Freien Demokraten, stehen für diese Gespräche zur Verfügung. Wir hoffen, damit auch Schaden von unserem Land abwenden zu können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Rock. Nächster Redner ist der Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, der Kollege Matthias Wagner. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe den beiden RednerInnen der Opposition, Frau Kollegin Faeser und Herrn Kollegen Rock, sehr genau zugehört. Das war insbesondere bei Frau Kollegin Faeser mal wieder ein ziemliches Feuerwerk, was hier abgebrannt wurde. Kein Superlativ, keine Übertreibung, keine Unverschämtheit, kein Unterstellen von niederen Motiven wurde ausgelassen. Das kann man kann die Debatte so führen. Ich bin mir nur nicht sicher, meine Damen und Herren, ob diese Form der Rede, diese Form der Zuspitzung und der Polemik dem Thema gerecht wird, über das wir heute hier reden. Ja, Sie haben in einem entscheidenden Punkt vor dem Staatsgerichtshof mit Ihrer Klage gewonnen. Die Ausgestaltung des Sondervermögens zur Finanzierung der Corona-Hilfen war mit der Verfassung nicht vereinbar. Und es gibt in diesem Raum keinen Abgeordneten und keine Abgeordnete, die ein solches Urteil, egal ob wir in der Opposition sind oder ob wir in der Regierung sind, in irgendeiner Form leicht nimmt. Wir alle nehmen dieses Urteil ernst, und wir alle werden dieses Urteil umsetzen. Aber nicht nur den Regierungsfraktionen hat der Staatsgerichtshof etwas ins Stammbuch geschrieben, auch den Oppositionsfraktionen hat der Staatsgerichtshof etwas ins Stammbuch geschrieben. Sie haben nämlich an einem anderen entscheidenden Punkt Ihrer Klage nicht Recht bekommen. Die Aufnahme von Krediten zur Bewältigung der Corona-Krise war zulässig und war ausdrücklich auch zulässig mit einfacher Mehrheit hier im Hessischen Landtag. Und wenn wir die Debatte jetzt so führen würden, wie Sie das heute hier getan haben, dann würde ich jetzt hier mich an dieses Pult stellen und würde sagen, die Opposition hat in diesem Punkt eine Klatsche bekommen. Die Opposition steht an diesem Punkt vor den rauchenden Trümmern ihrer Fundamentalopposition. Meine Damen und Herren, Sie merken doch, diese Art der Debatte führt uns nicht weiter, und deshalb führe ich die Debatte auf diesem Niveau auch nicht. Diese Form der Debatte wird dem Thema nicht gerecht. Denn vielleicht erinnern wir uns einmal einen kleinen Moment, wie das war vor anderthalb Jahren, wie die Entscheidungen über die Bewältigung, über die Gestaltung der Corona-Krise getroffen werden mussten, wie wir hier saßen im Hessischen Landtag und uns nicht sicher waren, werden wir denn überhaupt mit den Landtagssitzungen regelmäßig zusammenkommen können? Welche Schutzmaßnahmen müssen wir für dieses Parlament treffen? Welche Schutzmaßnahmen müssen wir für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land treffen? Wie können wir es vermeiden, dass die Pandemie auf noch mehr Menschen übergreift, dass noch mehr Menschen erkranken? Wie können wir eine Überlastung des Gesundheitswesens vermeiden? Wie können wir die negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf die Menschen, auf die Wirtschaft, auf die Gesellschaft verhindern? Das war doch die Ausgangslage, in der wir über die Maßnahmen beraten und entschieden haben. Und wir standen alle unter hohem zeitlichen Druck.
weil die Pandemie hat keinen Aufschub geduldet. Die Menschen haben gefragt, wie geht es weiter? Die Menschen hatten Angst, sie hatten Sorge um ihre Gesundheit, um ihre Arbeitsplätze. Und wir hatten kein Vorbild, wie man von den Ausnahmen der Schuldenbremse, die ohne Zweifel in unserer Verfassung steht, Gebrauch machen. Es gab eben all die Kriterien, die wir jetzt dankenswerterweise durch die Entscheidung des Staatsgerichtshofes haben, gab es nicht. Und trotzdem mussten wir in dieser Situation entscheiden. Und es war unstrittig, auch wenn teilweise hier wieder ein anderer Eindruck erweckt werden soll, insbesondere in der Rede des Kollegen Rock, dass wir zur Bewältigung dieser riesigen Aufgabe auch Kredite aufnehmen müssen. Und wir haben uns entschieden, dass wir auf diese schwierige Situation, auf die Menschen verängstigende Situation eine Antwort geben wollen, die über den Tag hinausgeht, die eine dauerhafte Sicherheit gibt, die eben Ängste und Sorgen nimmt, die über mehrere Jahre verlässlich ist. Das war die Motivation, warum wir diese Maßnahmen ergriffen haben. Und, meine Damen und Herren, ich kann an dieser Motivation, mit der die Abgeordneten von CDU und Bündnis 90 die Grünen damals gehandelt haben, auch heute an der Motivation nichts Falsches erkennen. Und ja, dazu gehört auch der zweite Satz. Gleichwohl hat der Staatsgerichtshof, und das erkennen wir in Demut an, entschieden, dass wir bei der Umsetzung der Maßnahmen Fehler gemacht haben. Das erkennen wir selbstverständlich an. Und wenn hier behauptet wird, wir hätten ausgestreckte Hände oder Gesprächsangebote nicht angenommen vor anderthalb Jahren, dann ist das schlicht falsch. Es gab diese Gespräche. Wir haben in 6 Runden mit den Kolleginnen und Kollegen von SPD und FDP versucht, eine gemeinsame Antwort zu finden. Es ist uns am Ende nicht gelungen. Und auch jetzt können wir hier wieder eine fröhliche Debatte über Schuldzuweisungen führen. Ich will das nicht tun, weil ich glaube, auch das führt nicht weiter. Wenn solche Gespräche nicht zum Erfolg führen, liegt es in aller Regel an beiden. Die Bewertung wird von beiden Seiten unterschiedlich sein, aber dass so Gespräche einseitig immer nur an einer Seite scheitern, ich glaube, das widerspricht jeder Lebenserfahrung. Es widerspricht jeder Lebenserfahrung. Und wenn es diese gemeinsame Lösung dann nicht gab, dann ist es doch Aufgabe einer Regierung, dann ist es doch Aufgabe der Abgeordneten der Regierungsfraktionen, trotzdem eine Entscheidung zu treffen. Trotzdem eine Entscheidung zu treffen, weil es musste in dieser Situation jemand Entscheidungen treffen. Und das haben wir getan in einem Bereich, wie der Staatsgerichtshof formuliert hat, wo wir Neuland betreten haben, wo es keine Kriterien gab. Und ich stehe noch heute dazu, und die Abgeordneten der Koalition stehen noch heute dazu, dass in einer Krise jemand Entscheidungen treffen muss und dass man auch Entscheidungen treffen muss auf die Gefahr hin, dass man nicht alles richtig macht. Weil wir mussten entscheiden, wir mussten den Menschen helfen, meine Damen und Herren. Auch auf die Gefahr hin, Fehler zu machen, Herr Kollege Rock. Ich habe das ausdrücklich gesagt. Aber es musste jemand entscheiden. Wir hätten nicht noch 20 Kaffeekränzchen mit Ihnen machen können, sondern es musste jemand entscheiden, Herr Kollege Rock. Es ist auch falsch, meine Damen und Herren, dass Hessen einen Sonderweg gegangen wäre. Die Wahrheit ist, die Mehrheit der Bundesländer hat zur Bewältigung der Krise ein Sondervermögen aufgelegt. Und auch Frau Kollegin Faeser, Herr Kollege Rock, auch deshalb, der Finanzminister hat es gesagt, war manches Ihrer Wortwahl heute maßlos.
weil wir stellen uns einfach einmal das Gespräch vor zwischen Frau Faeser und der Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, die mit der dort regierenden Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen ein Sondervermögen auf den Weg gebracht hat. Sagen Sie Frau Dreyer auch, dass das Urteil des Staatsgerichtshofs eine Klatsche war? Sagen Sie Frau Dreyer auch, dass sie vor den Trümmern ihrer Regierungspolitik steht? Oder merken Sie nicht an diesem Beispiel, dass Sie sich vielleicht ein wenig in der Intonation Ihrer Rede vergriffen haben? Herr Kollege Rock, sagen Sie dem Vizeministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Ihrem Parteifreund Joachim Stamp, dass er kein Sondervermögen hätte machen müssen? Sagen Sie dem Kollegen Stamp, dass er quasi sich hat hinziehen lassen in der Krise zu Maßnahmen, die er falsch findet? Sagen Sie dem Kollegen Stamp, dass er wissentlich und willentlich einen Verfassungsbruch begangen haben. Auch an diesem Beispiel sehen Sie, Herr Kollege Rock, wie überzogen Ihre Argumentation ist. Wir nehmen das Urteil des Staatsgerichtshofes ernst. Wir werden es umsetzen. Zum Ernstnehmen des Urteils des Staatsgerichtshofes gehört es aber auch, nicht Dinge zu behaupten, die der Staatsgerichtshof schlicht nicht entschieden hat. Der Staatsgerichtshof hat ausdrücklich nicht entschieden, dass Kredite verboten wären. Er hat das genaue Gegenteil entschieden. Er hat gesagt, in der Corona-Krise war es gerechtfertigt, von den Ausnahmen von der Schuldenbremse, so wie sie in unserer Verfassung steht, Gebrauch zu machen. Der Staatsgerichtshof hat nicht entschieden, dass Sondervermögen prinzipiell nicht zulässig sind. Der Staatsgerichtshof hat nicht entschieden, dass einzelne Maßnahmen aus diesem Sondervermögen prinzipiell nicht mit der Verfassung vereinbar sind. Er hat sehr wohl entschieden, dass wir das alles sehr genau begründen müssen, und exakt das werden wir jetzt tun. Und wenn sich der Rauch des Feuerwerks, was die Opposition versucht hat, heute hier abzubrennen, etwas gelegt hat, dann wird, glaube ich, der Blick etwas klarer darauf, dass wir uns doch inhaltlich. Kollege Wagner, gestatten Sie eine Zwischenfrage vom Kollegen Rock? Nach dem Gedanken gerne. Dann werden wir doch sehen, dass wir inhaltlich und bei dem, was wir an Hilfsmaßnahmen für nötig halten, sehr einig sind. Die allermeisten Maßnahmen, die wir in der Corona-Krise ergriffen haben, um den Menschen zu helfen, sind auf ganz breite Mehrheit aller Fraktionen hier in diesem Haus gestoßen. Und Nancy Faeser sagt heute in der FR, die nötigen Hilfen wird es geben. Ja, genau so ist es. Die nötigen Hilfen wird es geben, wenn man den Dampf mal ein bisschen weglässt und den Blick auf die Sache richtet. Dann sind wir uns ziemlich nah in dem, was wir wollen, parteiübergreifend hier in dem Haus. Und daher wäre doch mein großer Wunsch, vielleicht lassen wir ein wenig das Feuerwerk und den Dampf weg und beschäftigen uns damit, was die Menschen jetzt wissen wollen, wie wir weiter in der Corona-Krise helfen. Und jetzt gerne Herr Kollege Rock. Ja, vielen Dank für die Chance, eine Frage zu stellen, Herr Wagner. Also, Sie haben ja hier ausgeführt, dass
Sie alles zur Corona-Bewältigung versucht haben voranzubringen. Der Staatsgerichtshof sah das anders. Ich will Sie deshalb fragen, die Maßnahmen, die ich jetzt vorlese, sind das wirklich Maßnahmen aus Ihrer Sicht, um die Corona-Krise zu bewältigen? 2,5 Millionen Euro zur Kofinanzierung Bundesprogramm Landesstromanlagen, Dieselverbrauch von Schiffen senken. 30 Millionen Euro für energetische Sanierung, 1,7 Millionen Euro für Wasserstoffbusse, 7,7 Millionen für Photovoltaik, 7 Millionen für Ladeinfrastruktur, E-Mobilität, 6 Millionen Euro für Radwege, 1,2 Millionen Euro Sanierung Flachdach Uni Frankfurt, 1,5 Millionen Euro Sanierung Fassade Uni Kassel, 5 Millionen Euro klimafreundliche Landwirtschaft. Sind das Maßnahmen aus Ihrer Sicht, um die Corona-Krise zu bewältigen, oder haben Sie sich einen Schattenhaushalt geschaffen, um politische Spielwiesen zu bedienen? Das will ich Ihnen sehr genau beantworten, Herr Kollege Rock. Vor anderthalb Jahren, als wir in der Krise noch stärker waren als heute, hatten wir die Prognose, dass das Wirtschaftswachstum in Hessen und in Deutschland um 5 bis 6% sinken wird. Viele Menschen hatten Sorge, aber ihre Arbeitsplätze zu verlieren. Viele Unternehmen haben sich gefragt, werden noch Aufträge nachgefragt werden? Werden wir unsere unternehmerische Tätigkeit aufrechterhalten können? Ja oder nein? Und in dieser Situation hat die Europäische Union, hat die deutsche Bundesregierung, haben alle Bundesländer es für nötig gehalten, Anreizprogramme für die Konjunktur zu machen. Und genau in diesem Kontext stehen all diese Maßnahmen, die Sie eben vorgetragen haben. Und ich wundere mich doch sehr, dass ich einem Liberalen erklären muss, dass man in der Krise auch die Wirtschaft stabilisieren muss, wenn ich den Präsidenten des Hessischen Industrie- und Handelskammertages, Herrn Flammer, heute richtig in der Zeitung gelesen habe, war die Wirtschaft sehr dankbar dafür, dass wir der Wirtschaft in dieser Krise geholfen haben. Und was Sie hier erzählen, stimmt schlicht und ergreifend auch mit dem Urteil des Staatsgerichtshofes nicht überein. Der Staatsgerichtshof hat eben nicht entschieden, dass man stabilisierende Maßnahmen für die Wirtschaft nicht machen darf. Er hat entschieden, man muss es sehr genau begründen, wie diese stabilisierenden Maßnahmen in der Corona-Krise zur Überwindung der Krise beitragen. Sie dürfen halt nicht nur das lesen, was Sie lesen wollen, sondern Sie müssen das lesen, was das Gericht entschieden hat, Herr Kollege Rock. Alles Feuerwerk, aller Dampf, alle Nebelkerzen können ja nicht davon ablenken, dass die entscheidende Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Und auf das, wie geht es hier jetzt weiter, geben die Fraktionen von CDU und Bündnis 90 die Grünen eine Antwort. Der entsprechende Antrag liegt vor. Der Finanzminister hat es gesagt. Alle bislang gezahlten Hilfen bleiben selbstverständlich vollumfänglich in Kraft, so wie das auch der Staatsgerichtshof entschieden hat. Erste wichtige Nachricht. Zweite wichtige Nachricht. Noch nicht bewilligte Hilfen werden jetzt selbstverständlich, eben weil wir dieses Urteil ernst nehmen, entlang der Kriterien des Staatsgerichtshofes überprüft werden und entschieden. Ja, natürlich haben wir, es geht aber doch gar nicht darum, ob wir eine andere Wahl haben oder nicht. Es gebietet der Respekt vor dem Urteil des Staatsgerichtshofes, das so zu machen, schlicht und ergreifend. Und natürlich werden wir bei dieser Prüfung, so wie wir das immer gemacht haben, auch in der Logik des Sondervermögens überprüfen, welche Maßnahmen braucht es zur Bewältigung der Krise. Und auch hier noch einmal, Herr Kollege Rock, natürlich stellt sich die Frage der wirtschaftlichen Hilfen völlig anders dar, wenn Sie eine Wirtschaftsprognose wie im letzten Jahr von -6% haben oder ob Sie eine Wirtschaftsprognose für das kommende Jahr von +5% haben. Natürlich wird man dann die Hilfen auch anders bewerten, weil wir haben nie gesagt, wir wollen 12 Milliarden Euro ausgeben. Wir haben gesagt, wenn es nötig ist, helfen wir bis zu diesem Betrag. Das war immer die Logik in unserem Handeln.
Die bisherigen Hilfen bleiben bestehen. Noch nicht bewilligte Hilfen werden überprüft. Und für den Haushalt 2022 stellen wir selbstverständlich die weiterhin notwendigen Corona-Hilfen auf eine neue gesetzliche Grundlage im Landeshaushalt entlang der Kriterien des Staatsgerichtshofs. Und das, meine Damen und Herren, ist die wichtige Botschaft dieses Tages. Die Menschen in unserem Land können sich weiter darauf verlassen, dass ihnen in der Corona-Krise geholfen wird. Und wenn wir das Feuerwerk und den Dampf weglassen, sind wir uns darüber in diesem Hause, glaube ich, sehr weit einig. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.